Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger und natürlich dem Stereo Trader. Schon wieder ein Monat vorbei. Ich freue mich, dass Sie alle hier heute dabei sind oder seid. Und ja, mich muss ich natürlich auch kurz vorstellen. Für den einen oder anderen, der neu hier ist, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist wirklich ganz wichtig. Denn ja, am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das können wir euch nicht abnehmen. Da ist doch schon die erste Frage für dich, Dirk. Und deswegen übergebe ich jetzt auch den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Gute Webinar ist immer so ein bisschen unhöflich. Macht immer direkt irgendwie Mikro an, kann sich nicht gegen wehren und ja. Sieht man, hört man irgendwas? Man hört dich und man sieht ja so ein Startbildschirm, FX Flat. Okay, alles klar. So, Genau. eine Sekunde, ich muss gerade noch irgendwie nicht stören, aktivieren und dann bin ich auch schon da. So, einmal hier umswitchen. Wie gesagt, heute Handy aus, habe ich gestern irgendwie nicht so wirklich auf die Kette gekriegt, aber ich glaube, ich bin jetzt eh schon im Bild. So, sag mal hallo und herzlich willkommen. Moment. So, jetzt aber. Hallo Ich und rufe herzlich dich nicht an. willkommen. Nein, aber es ist ja meistens so, wenn irgendwie, wenn man gerade Webinar hat, dann klingelt es. Zuallererst den DAX-Trade, den ich vorhin aufgemacht habe, bevor ich jetzt gleich was dazu sage, mache ich jetzt zu. Ne? So, der ist jetzt weg. Und weil der läuft mir halt nicht gut genug an und ist jetzt hier mehr bis zu den NFPs so ein bisschen risky. Einstieg war vorhin irgendwie rund 20 Punkte tiefer. Der erste Entry hat nicht geklappt, also nicht so klasse. Ne? Deswegen mache ich den jetzt erstmal zu, um da halt überhaupt nochmal das Risiko rauszunehmen. So, das aber nur vorweg. Und jetzt sage ich erstmal aber an der Stelle hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP. Mal gucken, ob es Live-Trading wird, weil ich bringe halt schon einen Trade mit. Ich hätte den DAX hier auch gerne mitgebracht, aber der läuft halt einfach noch nicht gut genug an. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den gleich noch gefangen. Und wenn nicht, dann wird es halt ein bisschen Theorie. Aber wer das letzte Mal dabei gewesen ist, vor 4 Wochen, hier beim NFP Live Trading, der wird ja auch gesehen haben, dass tatsächlich so die Bewegung halt zumindest mal im DAU, dass die halt dorthin gelaufen ist, wo es laufen sollte, die nächsten 4 Wochen und sogar noch darüber hinaus. Von daher, ich finde halt eh immer die NFP ist immer ganz nett, um so ein bisschen halt sich auf die nächsten Tage oder so halt so mittelfristig einfach so ein bisschen drauf einzustellen, was da halt kommen kann. Und weil es funktioniert eigentlich schon recht ordentlich gut. Ich gucke noch, ja, ist mein richtiges Mikro. Ja, das funktioniert oft echt gut. Also natürlich nicht immer, aber halt, wenn da so ein paar Kriterien erfüllt werden und man das so ein bisschen im Auge behält und dann hat man da eigentlich schon recht häufig so für die nächsten paar Wochen dann auch eine Richtung. Ich sehe so bleich aus, oder? Meine ich es nur? Das liegt aber am Licht. Ich hoffe, es ist erträglich. Genau. So, also. War heute ein etwas holpriger Einstieg, beziehungsweise nicht wirklich holprig, nur weil ich halt eben im Live-Chart diesen Trade eben auch auf hatte. Deswegen wollte ich da jetzt nur zuerst was dazu sagen. Nicht, dass der jetzt irgendwie, er ist jetzt zwar nochmal hochgelaufen, aber nicht, dass der jetzt irgendwie da 20 Punkte nochmal runtergekippt wäre. Das wäre halt dann nicht so nett gewesen. Deswegen wollte ich den jetzt erstmal rausnehmen. So, jetzt mache ich mich mal hier ganz kurz mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, ohne dass jetzt hier was im falschen Fenster aufpoppt. Ja, das geht. Mal hier kurz die Liste auf, beziehungsweise dazu, dass ich halt die Fragen dann halt auch sehe. Wenn also irgendjemand was sagen möchte, loswerden möchte, jederzeit immer gerne. Ja, Nelson hat es gerade schon gesagt. Hier, Fuerteventura, Kenia, Tunesien, so, Schweiz, das ist echt richtig spannend hier. Und halt auch wie mittlerweile ja schon gewohnt echt viel los, was natürlich echt schön ist, dass das Ganze halt so wächst. Dann noch gleich vorab. Ich hatte gestern noch einen Stream
hier außerhalb von FXFlat, einfach nur als YouTube-Livestream, wo es ja um das Live-Chart-Add-on ging. Also diejenigen, die das gestern mitbekommen und das Live-Chart haben, die können das gerne aufmachen. Ich habe den Content für den DAX als auch für den DAO jetzt erstmal freigeschaltet für alle, auch ohne Lizenz, also für die Dauer des Webinars. Und alles, was jetzt im M15 vielleicht dazukommt, sowohl im DAX als auch im DAO, ist entsprechend dann halt auch so oder so sichtbar. Ne? So will ich es halt in Zukunft versuchen, auch beizubehalten, so dass man halt nicht irgendwie nur theoretisch hier auf meinen Bildschirm dann gucken muss und dann Linien erkennen muss, sondern man hat sie dann halt eben mit dem Live-Chart-Add-on für den Stereo-Trader dann eben selbst direkt im Chart und kann die ein- oder ausblenden. So, das schalte ich mal rüber hier auf meinen Hauptbildschirm. Da unten steht NFN, gut. Ich habe gerade geguckt, ob der Titel stimmt, aber da steht ja NFP Live Trading, von daher passt das. Okay, kann man alles erkennen? Ich hoffe mal. Ja, ne? Gut, Nelson, wenn du irgendwelche Einwände hast, bitte immer gerne her. Da, bitte bist du ungewohnt still heute, das irritiert mich gerade so ein bisschen. Und nein, ich wollte dein Intro doch nicht stören, hör mal. Ach, ist ja Quatsch, Intro. Überbewertet. So, also, dann schauen wir mal in den Markt rein. Ich schnappe mir erstmal den DAO. Gehe ich mal eins rüber hier. Da haben wir den DAO. Der zockelt hier so ein bisschen in der Gegend rum. Jetzt muss ich mal gucken, ist das hier die richtige Strategie? Ne, das ist die Zweier. Vielleicht auch eine kurze Frage dazu. Ja. Und zwar fragt einer, ob es sinnvoll ist, den DAX und DAO gleichzeitig zu handeln, weil sie ja Ja, oft klar. eine gleiche Bewegung haben. Ja, oft aber halt nicht immer, ne? Also momentan sind die relativ gleich getaktet, das ist schon richtig. Aber halt im normalen Handel eigentlich laufen die schon auch mal irgendwie gerne gegeneinander. Ich meine, das sieht man ja daran, wenn man da irgendwie halt mal die letzten 4 Jahre halt mal nimmt als Beispiel. Oder wie lange ist jetzt Trump Präsident? Vier sind das 4 Jahre? Ja, Ja, jedes ne? Jahr ist ja die sind ja die Wahlen. Ja. So schnell geht Und das. da sieht man halt zum Beispiel, ne, wie halt, was da halt, wie die Korrelation halt auch brutal auseinandergegangen ist. Ne? Also der DAX hat irgendwie, also wenn wir jetzt halt mal den Crash mal außen vor lassen, der DAX hat halt in dem Zeitraum zum Schluss dann halt irgendwie ein paar Prozent zugelegt, aber halt kaum was, also keine 10. Und gleichzeitig ist der DAO halt eben über, ich glaube, 67% oder sowas, oder 62% waren es halt in der Spitze. Und da sieht man, allein daran sieht man ja halt schon, ne, wenn man das einfach nur mal prozentual nebeneinander hält, dass die Märkte tatsächlich nicht gleich laufen, sondern halt da schon deutlich auseinander. Und auch jetzt, während dem Crash war es halt auch so, DAX ist halt irgendwie, ich glaube, der ist momentan prozentual sogar weiter vorne als der DAO, was die Korrektur angeht. Und von daher, also das eine ist halt der US-Markt, das andere ist der deutsche Markt. Ich meine, ich handle es ja halt auch generell immer beides gleich zeitig und was mich jetzt auch nicht weiter stört, weil ich überhaupt gar nicht irgendwie halt so der Ansicht bin, wenn der DAO steigt, steigt der DAX. Das stimmt einfach nicht, ne? Und das sind aber alles Sachen, die habe ich auch schon mal irgendwie einen Beitrag mal dazu gemacht, beziehungsweise halt mal einen Vortrag und da halt auch mal ein paar Grafiken dazu. Das stimmt halt so pauschal nicht, ne? Man muss die schon isoliert betrachten. Klar gibt es eine Korrelation, das ist keine Frage. Korrelation heißt aber auch nur, es gibt irgendwo einen Zusammenhang, der halt Pi mal Daumen so halt läuft. Ne? Also mal ist der eine prozentual mehr vorne, mal der andere. Und da eigentlich ist es meistens so, dass der DAX prozentual mehr hinten ist und der DAO prozentual halt mehr vorne. Okay, so, dann gehen wir hier mal auf den Stundenchart, mal als allererstes. Also mal generell im Block. Beziehungsweise halt, ich zeige es gleich noch im Daily, hier mit dem Anstieg über die 26.299 gab es bei mir nichts mehr bis da oben 26.761. Deswegen ist für mich das halt auch hier spätestens, wo wir jetzt halt letzte Nacht drüber geschlossen haben. Also ich habe es vorgestern schon geschrieben, allein schon, dass es hier angeknackst ist. Also hier dieser Punkt halt, allein, dass es angeknackst ist, heißt für mich eigentlich schon, das kann es nicht gewesen sein. Aber ich gehe mal noch ein Stück weiter zurück, nämlich hier. In Violett, da haben wir halt das Crash Gap. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen: Ein Gap Close ist kein bärisches Signal. Und deswegen war für mich eigentlich auch klar, in Anführungszeichen, also soweit halt immer an der Börse irgendwas klar sein kann, wenn das Gap zu ist, kommt da was hinterher.
Und zwar in genau die Richtung. Wer bohrt denn jetzt hier? Ich hoffe, man hört es nicht. Und zwar in genau die Richtung. Klar, ist ja nicht direkt drüber gerannt, habe ich aber auch schon was dazu geschrieben, sondern hat hier ein bisschen halt das Ganze nochmal irgendwie kurz nach unten angetestet. Und die beiden Etappen, die waren wirklich sehr, sehr einfach einzufangen. Der Run bis zur 705, von dort der Rücklauf und dann in der nächsten Stufe eben der Ausbruch über das Gap. Und das hatte ich halt so geschrieben schon die letzten Tage und es läuft halt wunderbar. Und dann auch hier entsprechend die 26.299, die kommt aus dem Tagesschart. Das ist halt einfach eine Grenze oder die letzte Welle war das halt vor dem eigentlichen Crash, also bevor halt dieses Gap dann eben auch kam und bevor es dann halt richtig runterging. Bis da oben hin war ja alles nur noch normale Korrektur. Crash war eigentlich erst hier unterhalb, also unter der 25.375, weil dort war dann halt auch das Riesenloch im Chart. Und deswegen, das Verhalten, was er hier gemacht hat, das war halt schon ziemlich, also finde ich halt für meine Verhältnisse sehr einfach zu greifen und von daher halt auch der ganze Anstieg nachvollziehbar. So, jetzt haben wir hier nichts mehr bis zur 26.761 und da will ich eigentlich heute auch hin in den NFPs oder halt eben in der Kassaeröffnung danach. Ist ja halt immer die Frage, passt das Timing denn halt so rein oder tut es das nicht? Also dieses Bild mit diesen Linien, das habt ihr jetzt erstmal alle, also alle, die das Live-Chart-Add-on drin haben, sollten so ein Bild im Stundenchart auch darstellen können. Wenn nicht, irgendwie kurz Bescheid geben. Und das kann man auch ausblenden, hier einfach draufklicken und dann ist das weg oder halt eben auch wieder da. Okay, so das wäre jetzt halt für mich erstmal die Reiseplanung. Ich komme halt auch entsprechend mit einem Long da unten an. Kein großer, kleine Position. Nur tatsächlich nur 50 Cent pro Punkt. Und hatte die auch am Dienstag schon im Live-Trading gezeigt. Und da kam man zwar jetzt am Dienstag nicht mehr an dem Punkt rein, aber die Struktur, ach verdammt, das wollte ich noch vorbereiten. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Aber ich gucke mal, vielleicht kann ich da kurz auf den anderen Bildschirm umschalten, um das halt nochmal zu erklären, was es damit auf sich hat. Und weshalb es eigentlich dann auch doch nicht wirklich so schwer war, da noch reinzukommen, zumal ich auch vorgestern Abend um 21:30 Uhr, war das vorgestern? Oder am Dienstag, müsste Dienstag gewesen sein, da gab es nochmal ein Entry und der ist auch eigentlich einfach nur weitergelaufen. Das heißt, ich liege jetzt hier erstmal halt, ne, also wie gesagt, kleine Position, aber man sieht ja, ne, das ist halt eigentlich so, manchmal denke ich auch, es könnte öfters mal so entspannt sein, wenn so ein Ding halt dann eben 1000 Punkte halt weiterläuft und hier sind es ja schon ein paar mehr und deswegen habe ich den auch drin gelassen, weil er hier einfach in diesem im Stundenchart in diesem Gap einfach genau halt wie gesagt die Struktur da halt vollzogen hat, wie ich sie halt haben wollte und deswegen gab es für mich jetzt keinen Grund da halt jetzt dran rum zu operieren und das Einzige, was ich gemacht habe, ist ab und zu mal irgendwie noch eine Kleinigkeit dazugegeben und dann halt wieder raus und mehr aber halt jetzt auch nicht. Mal gucken, wenn ich hier, ich habe hier einen neuen Server zwischendurch am Start. Ja, doch, es passt. Das ist genau, ja, es hat einfach nur dieses eine Ding da halt. So, 15 Sekunden. Ja, so. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir direkt da oben hinlaufen. Wenn wir das tun, ob ich da oben dann direkt drehe, das steht so ein bisschen auf dem anderen Blatt. Ich würde es aber zumindest mal versuchen. Also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob so viel Bewegung wirklich kommt. Das sind ja immerhin 150 Punkte. Aber wenn das Ganze kommt, würde ich da oben erstmal shorten. Ich würde aber den hier jetzt ruhen lassen. Ich mache das halt in einer anderen Strategie, wo man den Trade jetzt hier nicht sieht. Und mal gucken, ob das Ganze passiert. Wäre natürlich schon schick, aber ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber so generell macht 20 es. besser reingekommen als erwartet. 19 Ja. vor. Ja, das passt halt jetzt einfach nur nochmal dazu, weil so das. Die Struktur ist intakt, intakt und von daher gibt es ja jetzt relativ wenig Grund auch, warum das nicht einfach weiter steigen sollte. So, wirklich 761. Okay, versuchen wir mal. Ich werde aber gleich was dazu sagen zur 761. Also deswegen halt auch wichtig, bitte nicht einfach nachmachen, ne? Weil ich habe hier 1000 Punkte, mehr als 1000 Punkte Vorsprung. Und von daher kann ich halt theoretisch nach oben auch 500 Luft lassen, ja. Und ich mache hier erstmal eine kleine Position ohne Stop, weil wie gesagt, ich habe die ohnehin auf der anderen Seite noch drin, deswegen brauche ich jetzt hier erstmal keinen Stop an der Stelle. Und wird dann halt, je nachdem, wie er da oben damit umgeht, dann halt entsprechend den Long dann halt auch
beenden. So, aber erstmal gucken, was da passiert. Weil wir kommen hier, wie gesagt, ich zeige es gleich im Daily. So, aber erstmal gut, dass die Richtung stimmt. Wie ich das ja auch gerne wollte, beziehungsweise wie ich es auch gerade gesagt habe. Nur, dass jetzt halt, dass er jetzt wirklich so nett ist und dann direkt da hochläuft, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Glückssache. Ich meine, dass er dahin läuft, nicht, aber halt, dass das Timing jetzt mitspielt, das ist natürlich dann schon okay. Beziehungsweise, das ist dann halt, das kann ich halt nicht beeinflussen, ne? Weil deswegen habe ich auch gesagt, kann halt auch sein, dass es erst zur Kassaeröffnung dann halt kommt. Und zack, das war die Limit Pullback. Wer es noch nie gesehen hat, hat es jetzt gesehen. Und er ist nämlich mal eben hier um 15 Punkte nach oben geschoben worden. Also normale Limit Order, wir haben jetzt 15 Punkte Minus. Wir sind hier perfekt gefüllt. Perfekt, da geht's gar nicht. Guck's dir erstmal einer an. Ja, das ist halt wirklich der Effekt von der Limit Pullback. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel halt sage, ja, das geht mit gleichzeitig moderieren immer ein bisschen schwierig, wenn ich sage, oh, eigentlich ist der mir zu hoch, gehe ich jetzt hier raus mit einem Plus. Ja, oder halt mit einem kleinen Minus und muss jetzt nicht irgendwie, wenn ich da genau auf dem Punkt unterwegs war, mir jetzt dann Gedanken drüber machen, beziehungsweise muss ich mich um den Verlust gar nicht kümmern. Aber das war jetzt auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie die Limit Pullback funktioniert. Also so einen Entry behaupte ich mal manuell, keine Chance. Ja, wirklich exakt oben drin. Ne? Ich glaube, das sollten wir als Lehrvideo hernehmen. So genau ging es wirklich noch nie. Und die war jetzt hier auch nur eingestellt. Gerade mal gucken mit einem Punkt. Ja. Das war wirklich nur ein Punkt Pullback. Das heißt, für die, die es noch nie gesehen haben, ne, also der Kurs ist keine einfache Limit Order, sondern der Kurs muss einen Punkt in die Richtung zurückdrehen. Und erst dann werden wir gefillt. Und genau das ist hier eben auch passiert. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, auch nur eine kleine Position. Hier geht es ja nicht darum, irgendwie den riesen Reibach zu machen, sondern halt eben, um auch einfach nur zu zeigen, wie kann man es handeln, um welche Punkte geht es. Und wie man sieht, stimmt das mit dem Punkt da oben. Da ist auch, ich weiß gar nicht, ist da irgendwie ein Pivot oder irgendwas? Nö, ne? Gar nichts. Nichts. Erstmal gar nicht. So, ob das jetzt hält, weiß ich nicht. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie da oben nochmal irgendwie 50 Punkte drüber laufen, dann würde ich wahrscheinlich einen Haken dran machen. Wäre jetzt irgendwie halt aber nur ganz schnell, wie viel waren das jetzt hier? 36, 40 Punkte mitnehmen wollte, der konnte das jetzt halt schon machen. Ne? So, auch wenn man irgendwie, auch wenn ich immer sage, bitte nicht einfach nachtraden, man soll halt schon irgendwie verstehen, was man da tut. Beziehungsweise woher es kommt. Und von daher ist immer so stupide Nachtraden immer so ein bisschen schwierig. Also für mich ist halt eigentlich auch, mir ist es ehrlich gesagt jetzt auch total egal, ob das Ding jetzt da oben weiterläuft oder nicht, weil das war für mich jetzt erstmal das, wo ich hin wollte. Ne? Also mit hier mit dem Long Trade eben. So. Und ich würde den halt nur zumachen, wenn ich sehe, da oben sind halt wirklich Verkäufer am Start. Das habe ich nie eigentlich kein. Das habe ich gar nicht eingestellt, ne? Nö, das würde ich vielleicht mal machen, ne? Wenn ich aber sehe, da oben kommen halt keine Verkäufer an den Start und dann löse ich einfach beides halt auf und habe dann halt eben das Ding in der Tasche. So, ich weiß aber auch auf der anderen Seite, also ich bin jetzt hier einfach, wenn man es genau betrachtet, jetzt einfach nur gehedged, ne? Mit dem ganzen Ding. So, ich weiß aber, wo die Grenze ist, beziehungsweise, das gucken wir uns jetzt mal ich lasse den jetzt hier komplett in Ruhe, weil bei mir ändert sich jetzt hier am Kontostand, wie gesagt, nichts mehr. Ne? Nur nochmal, für die, die es zu schnell ging oder später dazugekommen sind, ich habe hier eine Long. Ne? So, und deswegen ist mir das jetzt erstmal so ein bisschen egal, weil der Long liegt halt irgendwie, jetzt weiß ich nicht, wie viel 1500 Punkte liegt der jetzt vorne, von daher interessiert mich das da oben jetzt nicht so wirklich. Gucken nur trotzdem, wo die Grenze ist und wird den dann halt eventuell dann zumachen und dann je nachdem den Long weiterlaufen oder den Short. Ich weiß, Hedging habe ich hier noch nie betrieben, ich mache es jetzt aber trotzdem mal, weil ich finde halt, dass bei solch langen Bewegungen macht es halt schon mal Sinn. So, wo ist die Grenze?
für diese Bewegung, für diesen Impuls. Also wo es herkommt, sieht man schon, kann man hier schon so ein bisschen erahnen. Also hier von, das war so die letzte Aufwärtsbewegung, die sieht man nur halt im kleineren Timeframe, sieht man die deutlicher und hier oben ist halt der letzte Support. Das heißt, wir haben halt hier, versuche ich gleich mal im H1 oder im 15-Minuten-Chart aufzumachen, da sehen wir halt die letzte Welle, bevor es dann halt, wie gesagt, richtig runterging. Danach kam der Crash. So, wenn wir jetzt mal von dem Schlusskurs ausgehen, hier bei 9, 5, 6, die Linie habt ihr jetzt nicht, noch nicht. So, und das heißt, da wäre jetzt tatsächlich dann maximal, ne? Das heißt, darüber ist dann tatsächlich Schluss mit Short. Und wir sind ja gerade drüber gestiegen. Ja, 100 Punkte, ne? Kann man machen. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Das war entscheidend, wenn man scalpen wollte. Ich habe es ja vorhin oft genug gesagt, dann hier, ne, raus, war auf jeden Fall richtig und sauber. So, aber darum geht es mir hier in meinem Trade nicht. Ja, also deswegen ganz, ganz wichtig, ne? Nicht dann nachher sagen, wow, der Hilger hat Blödsinn da gemacht. Nein, ich habe es erklärt, was der Sinn und Zweck davon ist und was eben halt auch nicht. Ne? So, also gucke ich hier mal rein. Was sind wir? Stundencharts. So, mal gucken, ob ich das da hingeblättert kriege, das Teil. Ich gehe mal irgendwie eins runter. Muss natürlich jetzt ziemlich, wo ist meine Linie jetzt hin? Ach so. Moment. Moment. So, da ist er. Die 761. Also, wie man sieht, hier das Arbeiten mit dem Live-Chart-Add-on, das ist echt schon ganz bequem. Scrollt er mich hier überhaupt? Ja, okay. Ja, weil ich halt einfach immer wieder die Linien drüber blenden kann. Sag mal, wann war denn dieser Crash? Kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier irgendwie zu Tode scrolle. März. So. Da sind wir. Hier sieht man es. Hier oben, ne? Das war halt der letzte Support, wo es das letzte Mal hochging und dann halt hier so plapp. Da kommt die Geschichte halt her. Und man sieht auch jetzt ist sie hier an der Oberseite von dieser Welle. Das heißt für mich eigentlich, ich mache das jetzt hier genau umgekehrt, ich mache wirklich den Long jetzt hier zu. Also, adios, wie viele Punkte sind es? 1540 Punkte, ich glaube, das kann man mal so machen. Der Long ist zu und der Short bleibt jetzt hier oben auf. So, weil da würde ich mir jetzt halt dann schon angucken, geht es jetzt wirklich da auch noch drüber? Also, falls, wenn wir jetzt da nochmal 50 drauflegen, dann würde ich, glaube ich, wenn das jetzt halt irgendwie, sag mal, Alter, wenn das jetzt hier irgendwie eine einzelne Trade wäre, wäre ich dann halt davon nicht mehr so begeistert. Ne? Aber ich glaube, da irgendwo war es. Jetzt habe ich jetzt gar nicht genau aufgepasst. Aber viel mehr kann es eigentlich nicht gewesen sein. Also auf jeden Fall nicht bei der 27, sondern hier irgendwo halt dazwischen. So, und dann ist das halt jetzt für mich, ne, alles, was hier jetzt an Verlust kommt, wenn es denn kommt, ist halt jetzt einfach nur von dem Long abgezogen. Ich glaube, das kann man verkraften. Mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Aber 1500 Punkte ist natürlich auch eine schöne Strecke. Da ist es mir auch, sage ich auch ganz ehrlich, egal. Also, wann kriegt man schon mal irgendwie 1000 Punkte oder noch mehr, da halt am Stück mit. Also es hat ja schon Seltenheitswert. So, und deswegen kann ich jetzt hier natürlich, weil der jetzt auch ein paar Tage lief, kann ich den jetzt hier natürlich auch ein bisschen Luft geben. Und das ist schon soweit okay. So, jetzt gucke ich aber nochmal. Hat jemand irgendwie aufgepasst, wo genau die Grenze war? Ich war nämlich jetzt echt zu langsam. Natürlich auch clever. Ich hätte ja irgendwie auch mal selber da was einzeichnen können, ne? Wäre vielleicht nicht so unklug gewesen. Das muss ich ja nur wieder zurück. Ich gehe einmal auf die Stunde. Das geht ein bisschen schneller. So. Sieht zwar, ne, ist hier eigentlich schon drüber, ne? Also 26.900. Das heißt jetzt zwar nicht, dass er da am Stück durchläuft, aber eigentlich ist das schon zu hoch. Also von daher
ist da eher tatsächlich die Chance, dass wir halt jetzt am Stück bis zu 27 sogar laufen. Hier haben wir auch noch ein kleines Gap, wie man sieht, wo jetzt hier gerade drin ist. Ich hoffe, man kann es erkennen. Kann es sein, dass er da jetzt halt noch ein bisschen operiert. Aber vom Prinzip her schreit das schon recht deutlich nach 27. Das ist einfach hier nur ein kleiner Reaktionspunkt. Das heißt, ich würde jetzt hier mit dem eigentlichen Short dann jetzt anfangen an der Stelle und ausgehen davon, dass das hier oben jetzt aber dann auch reichen muss. Ne? Wenn nicht, das ist dann auch okay. So, und Rücklauf wäre dann natürlich halt, wenn er denn jetzt kommen sollte, was ich natürlich nicht weiß, wäre dann halt auch natürlich die 761 und viel weiter muss ich da gar nicht. Ne? Das sind wir halt hier wieder hier unten an der Stelle. Die 761, das ist jetzt auch eh keine große Position. Ne? Da, wo vorhin halt die Ausführung war, das wäre halt so das Maximum. Kann natürlich jetzt auch hier hingehen. Brauchst jetzt, wie gesagt, es kommt überhaupt ein Rücklauf. Ne? Ich weiß es ja nicht. Das Ganze natürlich auch einfach mal aufdröseln mit Fibos an der Stelle. So, wenn ich das jetzt freigebe, dann habt ihr die zum Beispiel auch jetzt bei euch. Hoppla. So, das ist jetzt im Chart drin bei euch, wenn ihr das Add-on habt. Und M15, M1 jetzt allerdings, ne? NFP M1. So. neun oder so, ja. Ne? Also, wie gesagt, kann jetzt sein, dass hier vorbei ist, kann aber sein, dass jetzt hier einfach überfahren wird. Macht nichts. Hat sich trotzdem mehr als gelohnt, da mal ein paar Tage auch die Füße stillzuhalten. So, dann gucken wir mal, ob das hier. Also, ich bin zwar nicht so der große Fibo-Händler in letzter Zeit, aber dann doch irgendwie da häufiger. Ich gucke mir jetzt einfach nur hier den Anstieg an, gucken, ob es überhaupt irgendwie schlüssig ist. Ist es, ne? Sieht man. Also, hier unten. Da war halt das letzte Low. Hier haben wir Support bei der 23 schon gehabt. Hier zeichnet sich die 50 ab, wobei das jetzt nicht unbedingt eine Fibo ist, die 50. Also wenn man ausgeht davon, dass das hier das High gewesen ist, gibt es halt schon ein Bild. Das ist schon okay. So, und selbst wenn man jetzt nur den hier, den ich gemacht habe, eingegangen ist, weil man die Finger nicht ruhig lassen konnte, der lag wieder 30 Punkte vorne. No. Also fürs Protokoll. Der Hilger hat zweimal an der richtigen Stelle geklickt. So. Ja, mit dem Live-Chart, Manfred, da machen wir nochmal schon nochmal ein bisschen was, ne, an Material. Auch hier bei FX Flat werden wir auch ein Webinar machen, hat der Nelson schon angeregt, und das machen wir natürlich. Dann gehen wir dann auch auf solche Sachen ein. Können wir auch im Helpdesk auch irgendwie machen. Der ist ja auch sicherlich wieder bald. Okay. So, jetzt habe ich hier zwei Fibos drin. Ja, das war natürlich nicht der Plan. So. Einmal reicht ja. So, ne? Das sieht erstmal soweit auch plausibel aus. Generell gibt es da ein bisschen Reaktion. Neues Hoch darf natürlich jetzt keins kommen. Dann wäre es halt doof. So, 45. Jetzt haben wir natürlich, jetzt hab ich ein bisschen geschlafen, weil jetzt haben wir natürlich die 15-Minuten-Kerze ist jetzt fertig. Kann jetzt sein, dass da halt noch ein Nachimpuls kommt, aber beruhigt sich ja gerade irgendwie schon wieder so ein bisschen. Mal gucken, wie das Ganze da aussieht. Hier, da. So, jetzt müssen wir mal einstellen hier, dass er auch wieder da dran kommt. So, 890 hier aufs letzte Cluster. Also man muss jetzt nicht die ganze Bewegung darunter machen, ne? Kann auch einfach nur hier, wenn man jetzt sagt, okay, ich will aufs letzte Cluster, das wäre dann nicht halt hier im M1, da kann man auch hier sagen, so, hier ist halt Schluss, ne? Und nimmt dann halt eben die, und gucken, wenn was nachkommt, ist gut. So, aber ich würde jetzt eigentlich ansonsten hier erstmal raus gleich, ne? So. Das heißt, das war jetzt halt hier eine Strecke von 50 Punkten. Ne? So, die habe ich jetzt mal mitgenommen. Und von daher alles fein.
Das passt alles. So, wer hat's gemacht? Wer konnte es nicht lassen? Kommt, ehrlich, raus damit. Oder wer ist noch dabei? Traut's keiner. Ah, doch, ja, da kommt sie. Ja. Sehr schön. Ich muss zwar eigentlich mit euch schimpfen, aber ich freue mich natürlich für euch. Von daher, super. Cool. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich auch immer das Schönste, ne, bei solchen Webinaren. Hatten alle die gleiche Idee, Dirk. Ja, das ist schön. Kann es keiner was nachsagen, hat alle die gleiche Idee. Ich sage auch immer nur, ich mache das, ihr sollt das nicht machen, ihr solltet nur gucken. Aber von daher, alles fein. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da hängt man so ein bisschen hinten. Ja, ne? Das hier waren auch so kleine in der Gegenstrategie, um ab und zu mal so ein paar Sachen auszugleichen. Gucken wir mal auf heute. Oh, das ist gut. Wollte jetzt nicht so berauschen, aber ist okay. Gut, aber generell, was man jetzt dann natürlich ja sieht, ist, dass, wird die BE hier nicht angezeigt, ne? Ich habe ja halt hier jetzt eine unterschiedliche, also der, die Position, die liegt jetzt zwar irgendwie gerade 90 Punkte hinten, ne? Aber halt, weil ich jetzt halt hier eine Hälfte, die Hälfte rausgenommen habe, liegt natürlich der ganze Trade, ist das jetzt halt alles halb so tragisch. Er ist also, wieso wird mein Break-Even hier nicht angezeigt, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, da ist er doch, ja. Na, da muss ich halt hin und dann bin ich halt mit der Nummer halt, selbst mit der, die für mich ja halt ohnehin nur eine Auflösung bzw. Hedge war, bin ich halt da auch dann nochmal im Plus sogar, was ich ja gar nicht unbedingt muss. Also das ist für mich jetzt hier nicht wichtig. Ne? Also deswegen habe ich ja gesagt, wenn ich das als einzelnen Trade machen würde, dann halt nur hier oben rein, so wie ich es auch gerade gemacht habe, dann halt hier raus, weil alles andere weiß ich ja nicht. Von daher, keine Ahnung, ob da jetzt noch was nachkommt oder nicht. Aber so kann man dann halt zumindest hier von den News so ein bisschen partizipieren. Und natürlich, wer halt dann eben direkt long gegangen ist um 14:30 Uhr, klar, ist natürlich auch super. Ne? Hätte ich mich jetzt da oben nicht mehr so wirklich getraut. Beziehungsweise war jetzt in meinem Fall natürlich auch nicht notwendig. Ne? Das ist nicht so ganz einfach. Ich war vorhin auch nochmal long hier in dieser separaten Strategie. Also das sind halt die Long Trades von heute halt noch. Das hier weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann sein, dass da die ersten halt daneben gegangen sind. Aber das ist schon plausibel. Weil nämlich bis das Bild umdreht, also typisch, ne, um das vielleicht jetzt auch mal gerade mal anzusprechen, was kommt jetzt als nächstes, warum fällt der jetzt wieder, wenn da natürlich die Fragen jetzt kommen, also wenn jetzt die Logiker kommen und sagen, ah, die Zahlen sind doch gut, wieso fällt der dann gleich da noch wieder so stark? Weil ich vermute mal, der wird noch viel stärker fallen als das, was wir gerade sehen. Typisch bei News-Bewegungen ist nicht, da bin ich gar kein Freund von, nach dem Motto, irgendwie die erste Richtung ist die falsche, überhaupt nicht. Das ist manchmal, habe ich schon ganz anders gesehen, das kann fürchterlich in die Hose gehen, wenn man das halt so macht. Jetzt wäre es aber halt jetzt erstmal nur typisch, dass wir die 761, dass wir die halt nochmal sehen. So, dass sich die ganze Geschichte dort so ein bisschen stabilisiert, das heißt, ein paar werden es kaufen wollen, ein paar werden es verkaufen wollen, aber das wäre jetzt für mich jetzt erstmal die logische Anlaufstelle, wo er jetzt eigentlich überhaupt halt mal hin müsste. So, und dann wäre dann halt, sollte dann entschieden werden, wie geht die ganze Nummer weiter. Ob das reicht, steht auf einem anderen Blatt, weil was wir hier halt sehen, ist halt dieser Start, den wir da halt vorhin, das war gar nicht der Start, der war ja hier unten sogar, ne? Der ist natürlich schon arg. Also das heißt, da ist ja nichts mehr gewesen, ne? Einfach nur noch plopp nach oben. Das heißt, hier sind einfach jede Menge Short-Positionen aufgelöst worden. Da hat kein Mensch hat auch nur drei Aktien hier gekauft, weil der Kassamarkt ja einfach noch zu war. Und von daher typisch, ganz typisch wäre jetzt, wenn wir hier sogar einmal drunter gehen, nachher zur Kassaeröffnung. Das heißt, wenn wir hier unten irgendwo landen und dann halt versucht wird, dieser ganze Turm bis heute Abend, um den nochmal aufzuschichten, sodass wir heute Abend auf 27.000 landen. Das wäre typisch, ja. Ob der jetzt aber wirklich da oben rausgeht, weiß ich nicht. Also mein Plan ist hier erstmal komplett zu Ende. Also bei der 761. Alles da oben drüber hinaus, habe ich ja gerade noch erklärt, wurde halt auch aus meiner Sicht dann halt entsprechend die Grenze ist oder wo es kritisch wird.
Das kann ich noch soweit erklären, aber ich kann jetzt nicht irgendwie mutmaßen und sagen, ja, klar läuft er über 27 und am besten noch 28 ATH und so weiter. Keine Ahnung. Und deswegen ist jetzt für mich auch hier die Reise gleich vorbei, weil halt, ne, ich meine, ich lag jetzt hier irgendwie 3 Tage ineinander richtig und habe irgendwie 1500 Punkte long. Marco, ne? Weil du fragst, warum ich long von Anfang an. Der Anfang war für mich am Montag. 1500 Punkte long richtig und weiter wäre ja, dann auch irgendwann ziemlich unverschämt und gierig. Ne? Weil wir sind ja schon im Daily relativ hoch gestiegen, ohne Korrektur. Da muss man jetzt zwar auch nicht gleich short gehen, aber da sollte man auch nicht vergessen, dass das Niveau schon relativ hoch ist. Und was also zumindest bei mir noch nie geklappt hat, ist irgendwie auf hohem Niveau laufen lassen. Da war das jetzt hier gerade echt schon exorbitant viel und exorbitant weit. Dass das halt überhaupt so funktioniert hat. Und da sage ich dann auch mal Danke, auch wenn es eine kleine Position war. Aber das ist halt echt dann doch erstaunlich, was da halt, wo ist er denn? War das der hier? Nein, den sind wir gerade. Ach, der Meter. Das ist übrigens ein ganz neues Phänomen im neuen MetaTrader. Der versemmelt Charts, oder? Ist er jetzt wieder? Ah, das ist hier auf meinem. Habe ich vorhin gesehen, jetzt hier Gott sei Dank nicht. Aber da sind einfach irgendwie Charts nicht mehr da. Ne? Also mit 50 Cent pro Punkt 726 Euro. Prozentual ist natürlich Quatsch. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber das ist natürlich schon echt gar nicht so schlecht. So, und mit einer 5 € Position, also normaler Future, wäre es natürlich das Zehnfache, ist klar. Aber dann halt aber auch eben mal 10-mal so ungemütlich bei so einer Strecke. Und daher, wenn sowas gelingt, kann man mal machen. So, wie man sieht, der zackert jetzt hier noch ein bisschen rum. Ne? Ich lasse den aber halt mal in Ruhe. Ich wäre auch hier schon im Plus rausgekommen, sieht man ja. Ne? Also von daher, das ist alles fein. Aber wie gesagt, nochmal, was da halt hier jetzt wirklich kommen kann, damit sollte man eigentlich schon, finde ich, rechnen. Auch jetzt nicht, was jetzt nicht heißt, dass man da shorten muss, aber dass wir wirklich da unten drunter nachher zur Kasseeröffnung einmal da unten vorbeischauen, würde ich nicht so ganz von der Hand weisen. So, ich denke mal, im Daily ist es halt auch soweit klar, aber das jetzt vielleicht auch nochmal so für die nächsten 4 Wochen. Hier wird es jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite haben wir halt hier schon eine relativ klare Trigger. Ne? Also hier einmal die 960. Ja, das war doch. Guck mal. Also ich staune manchmal echt über mich selbst. Ne? Ich habe die vorhin eingezeichnet, 960, und dann in 15 Minuten geguckt, wo die Grenze ist. Also genauer ging es ja schon gar nicht mehr. Okay, also 960, die lassen wir jetzt auch so stehen, beziehungsweise die kleinen Stückchen kommt die runter. 950. Und da ist halt jetzt erstmal so die Impulsgrenze. Markttechnisch wäre es natürlich sogar oben drüber. Das heißt, da liegen wir hier in dem Bereich, das letzte Hoch. Das ist dann die 27.090 ungefähr. So, wenn das gekauft wird, dann braucht man sich über Short, glaube ich, so schnell jetzt erstmal keine Gedanken mehr zu machen. Aber hier kann es jetzt einfach unverändert sein, dass die ganze Reise, die ganze Reise vorbei ist. Ne? Weil mittlerweile ist es ja auch so, alle sind auf dem Longtrip und alle kaufen nur noch. Aber hier ist halt echt jetzt so der absolut kritische Bereich aus meiner Sicht. Das kann man sicherlich auch noch ein bisschen anders darstellen, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, mache ich aber jetzt mal. Also da wäre es tatsächlich erst die 27.090, die ich da gerade eingezeichnet habe. Quatsch, die 92, nee, sogar noch ein Stück höher, Entschuldigung, wo ich jetzt irgendwas Falsches sage. 27.300. Da ist halt das ja, maximal Way of Pain, wie der Heiko immer sagt. Also da wäre die absolute Schmerzgrenze da oben für den ganzen Anstieg. Und weiter kann eigentlich nicht, wenn das Ding noch irgendwie überhaupt noch short werden soll, jemals. Ne? Also von daher, diesen ganzen Bereich sollte man sich im Auge behalten, weil sieht man hier auch ganz deutlich, das war halt die letzte Biege, bevor es ATH dann kam oder die vorletzte, ne, hier mitten in der Geschichte halt drin.
Hier oben war der allerletzte Support, der liegt sogar über 28.000. Aber das ist dann, ob, also ne, die Frage, muss man da halt dann wirklich überhaupt sich da noch Gedanken drum machen, ob das Ding nochmal ganz kann nach unten wegkippt oder nicht. Da wäre halt eher natürlich, wenn wir da hinlaufen sollten und das jetzt hier durchgeht, wenn wir da hinlaufen sollten auf die 28.1 irgendwas, da wären wir auch sicherlich wieder da runterfallen, ne, auf die 25.7 oder auch vielleicht nur hier in dem Bereich, keine Ahnung. Ich sage ja nur halt so generell, der Crash, das sollte man sich halt angucken. Wo ist der Crash tatsächlich gelaufen? Das begann hier. Definitiv hier, nirgends sonst. Alles davor war ein bisschen heftige Korrektur. Mehr nicht. Aber hier hat es wirklich gekracht. Ja, das sieht man ja auch, wenn man es jetzt ein bisschen kleiner macht. Nochmal ganz, ganz deutlich. Da oben ist zwar schon hässlich, ne? Kleines Gap, alles gut, aber hier. Da wurde plötzlich irgendwie die ganze Geschichte richtig lang, nachdem hier das Loch in den Chart gerissen wurde. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken, entschuldigen. Moment, reicht noch nicht. Einmal räuspern. So, geht jetzt wieder. Kann ich irgendwie kurz am Wasser verschluckt. Ach, 940, sind wir schon wieder da? Quatsch, hier sind wir gar nicht. Okay, 900. Gut. Ja, also wenn das jetzt hier überhaupt noch funktionieren soll, dann am besten gleich hier runter. Wenn nicht, alles fein. Gut, dann gucke ich mir mal den. Ja, Heiko, ne? Hier, da kommt er, der Behrendt. Muss ich mal gucken, was der Dirk gemacht hat. Das siehst du jetzt schon gar nicht mehr, weil wenn du jetzt guckst, dann denkst du, oh, da ist Schrott da oben, ob das so eine gute Idee war. Nein, also jeder, der jetzt dazugekommen ist, also bist du eigentlich auf der Stelle alle wieder rauswerfen, weil die müssen den Anfang mitkriegen. Nein, Heiko, ich habe hier oben geschortet und bin hier raus mit 50 Punkten, nur für dich nochmal extra. Ja, hier der Heiko Behrendt. Habe aber auch den Long aufgelöst mit 1500 Punkten. Und das hier ist für mich eigentlich so. Der Rest vom Hedge, wo ich jetzt halt irgendwie gucke, ob es nicht hier tatsächlich noch die große Biege gibt und dann war es das halt, ne? Aber. Und nicht irgendwie so, der Hilger-Short. Nein. Falsche, das ist, nennt man subjektive, fehlerhafte Momentaufnahme. Ist nicht so. So, zumal ja auch die Richtung stimmt und wir haben vorhin den schönsten Limit-Pullback aller Zeiten, glaube ich, hier irgendwie auch gehabt. Wir haben Nämlich ja alles genau da an. aufgezeichnet. Ja, nämlich hier, wo der Spike ist, genau, ganz genau da ist das Ding gefüllt worden, ist dann halt 40 Punkte nach unten gefallen. So. Genau. Also, wenn das jetzt hier, gucken wir jetzt hier unter das Tief nochmal drunter gehen, dann denke ich mal, landen wir, was haben wir, 59, ach, die Stunde ist jetzt erstmal fertig. Na, so viel auch zum Thema. Die erste Bewegung ist die falsche, dafür hält er sich ganz schön nett fest da oben. Das ist schon okay. Also wie gesagt, mir ganz egal, ob da oben jetzt abgeschossen wird oder nicht, weil ich für mich mit 1500 Punkten vorne liegen hier oder so. Meine neunjährige Tochter findet es auch spannend. Ich hoffe, das ist nicht ironisch, mein lieber Heinz. Sonst gibt das hier. Gleich böse Sprüche von meiner Seite. Nein. So. Gut. Also, der DAX. Den habe ich also ein bisschen aus dem Auge verloren. Ach, siehste, hätte man den Long, den hätten wir ja wirklich auflassen können. Ne? Ich habe vorhin gepostet. Weiß nicht, ob man es hier noch sieht. Da müsste es eigentlich drin stehen. Ne, da steht es nicht. Moment. Wo ist der Text hin? Ist der Text ist leider weg. Na, egal. Also, auf jeden Fall, hier war halt der Long, ne? Weil halt hier einfach nur Strukturtest gewesen ist an der Stelle und der war bei etwa 12.590. So, den habe ich aber vorhin als allererstes, als ich hier angefangen habe zu moderieren, habe ich gesagt, machen wir hier zu. Na gut. Aber so ist es halt. Aber das Ding ist halt, ich meine, man hat es ja auch gerade gesehen, es ist halt echt schwer, ne, hier gleichzeitig irgendwie alle Knöpfe zu drücken, was zu erzählen und dann halt irgendwie noch zu handeln und ein Trade war mir dann jetzt genug und wer noch drin gewesen ist, super, ne? Alles fein. Also, aber
Ich meine, generell die Richtung, das ist ja alles richtig, was da halt passiert, das ganze Long. Nur ich wollte jetzt eben nicht mit der Position da halt eben jetzt in die NFPs rein, und während ich mich dann halt hier irgendwie verquatsche im DAO, dass ich dann nachher hier drin hänge im DAX. So, das war halt der Grund, warum ich den da halt aufgelöst habe. Aber nichtsdestotrotz war die Idee absolut richtig. Ich sage jetzt aber mal ganz kurz was zur Struktur. Moment, aber ich würde jetzt dazu mal ganz schnell irgendwie mal versuchen, hier was umzuschalten, damit man es mal so ein bisschen versteht, warum man da nicht short geht. Also jetzt hier die ganze Zeit im DAX. Moment, ich mache mal hier, drück mal hier ganz kurz auf meinen Pausebildschirm, versuche das mal umzuschalten. Ich bin noch da, man sollte mich eigentlich auch noch hören. Nur ich muss halt hier kurz den Server wechseln, damit man das ganze Bild mal versteht. Und hier so einen eigenen Indikator, der aber nicht öffentlich ist, den zimmere ich hier mal rein. So, da müssten wir dann auch. Der Heiko sagt, er wird sich das Video anschauen. Das muss er auch. Ansonsten Aber kriegt er. vergiss nicht, einen Daumen hoch da zu lassen, Ja, Heiko. ne, Heiko? Ja, nicht wieder. Heiko ist immer der eine, weißt du, bei den ganzen YouTube-Videos kannst du immer 50 Likes haben, ist immer ein Daumen runter. Ich glaube, es ist immer der Heiko. Nein. Das glaube ich nicht. Okay. Also zur Struktur, damit man so einen Anstieg mal versteht. Ich habe das ja schon ein paar Mal gehabt. Ich habe das auch mal auf der StereoTrader-Seite auch mal geschrieben beziehungsweise beschrieben, ne? Wenn der Markt halt so steigt und woran man erkennt, dass da auch erstmal nichts zu holen ist short. Ich muss zugeben, ne? Ich habe wirklich auch versucht, den DAX bei 12.410 zu shorten. Das hat mich ungefähr die Hälfte von dem gekostet, was der Long gebracht hat, an dem ich überhaupt nichts gemacht habe. Ne? Also das ist, danach habe ich mir auch die Struktur angedrückt, habe gesagt, da bin ich eigentlich dumm. So, ich beschreibe hier die ganze Zeit was von Struktur und gucke selber immer nur abends um 23 Uhr drauf, wenn ich einen Blog schreibe. Das kann es ja auch nicht sein. Weil im DAO habe ich es ja auch erkannt, warum ich dann beim DAX auf die Idee gekommen bin, das anders zu machen, keine Ahnung. So, aber was man halt hier sieht, ich gehe mal zurück auf den Montag, Live-Trading, da habe ich den Entry verpasst, aber auch generell wollte ich ab der 840 hoch. So, was hat er gemacht? Da mal anzusetzen, weil da muss man nämlich eigentlich beginnen mit der ganzen Geschichte. So, jetzt fliegt der Short raus. Gut, bin ich jetzt erstmal los, das ist gut. Das war hier die 61,8 von, ich glaube, dem letzten Anstieg, 161,8. Also das Bild sollten ja zumindest, die sollten jetzt alle wirklich auch haben, hier im H1, die hier das Live-Add-on drauf haben. Ne? Das ist auf jeden Fall hier freigegeben von meiner Seite. Da kann man jetzt in Echtzeit mitgucken. Die Struktur wird man jetzt nicht sehen, ne, die ich hier eingeblendet habe, aber generell die Levels, die halt schon. So, da sieht man halt hier ein kleiner Spike runter und dann plapp hoch. So, wenn man sich jetzt mal anguckt, das Ganze hier mit einfach nur mit Außenstäben, und ich mache das mal weg. Mit Außenstäben, also ich wollte halt hier rein, den habe ich verpennt. Stattdessen habe ich 12 Punkte Minus gemacht, war klasse. Aber nicht weiter schlimm, weil ich hatte halt den Daumen. Egal. Also, man sieht aber hier Außenstab, 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 immer die gleiche Farbe, die ganze Zeit. Und deswegen hatte ich auch gesagt, so bevor der nicht irgendwie die Farbe da echt dreht, gibt es da gar keine Chance. Und dann war jetzt halt gestern, hat das dann zwar mal kurz gedreht, aber ich hoffe, man kann das überhaupt erkennen hier. Ist wahrscheinlich viel zu klein. Aber es gab halt hier bei 12.371 auch schon wieder einen Support. Und da konnte man wiederum deutlich sehen, ich mache die mal ein bisschen dicker, damit man mal sieht, wovon ich überhaupt rede hier. Komm, wo ist sie? Damit man weiß, wovon ich überhaupt rede. So, was man da sieht, Stunde immer wieder drüber geschlossen. Und das ist natürlich, hat ja schon so ein bisschen Aussagekraft halt, ne? Das heißt also, keine Stunde zieht man 1, 2, die sowieso nicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, immer wieder drüber geschlossen. Das ist halt dann auch nicht short, ne? Und da hat man zwar hier erstmal so eine Umkehr, die aber sich nicht bestätigt. So, und was hat er zum Schluss gemacht? Kauft das Ding da oben raus.
So, und da braucht man, deswegen habe ich das auch in meinem Blog geschrieben gestern Abend, als ich das hier gesehen habe, gesagt, da braucht man überhaupt, nee, Quatsch, das stand da noch hier unten. Entschuldigung, der DAO steht oben drüber. Aber da habe ich schon geschrieben, wenn wir über 410 starten, dann rennt das Ding nach oben und sonst passiert da gar nichts mehr. Und so war es dann halt auch. Oh, ich habe echt so einen trockenen Hals, gibt's ja nicht. So, und so war es dann halt auch. Und kaum wieder hier aus der Struktur, aus einmal roter Außenstab, also das Geschrabbel hier, vergessen wir mal einfach. Aber hier nochmal raus aus dem roten Außenstab, kaum ist das Ding gedreht, geht die ganze Geschichte jetzt wieder so weiter. Der kann laufen bis. Es tut mir echt leid, ne? Ich weiß nicht, was da los ist gerade. Der kann laufen bis, ich weiß es nicht. Ne? Beim DAO hatte ich halt auch gesagt, das Ziel ist ungewiss. Deswegen habe ich mir auch nur die Struktur angeguckt. Also das hier war jetzt für mich ohnehin das Maximum. Und alles Weitere, also ich verstehe es ja, aber ich muss jetzt erstmal angucken, wie das Ganze halt sich überhaupt weiterentwickelt, bevor ich mich da jetzt nochmal neu positioniere. So, und der DAX, der hat halt auch nichts da. Da ist einfach nichts. Ne? Da ist hier bei 13.329. Da werden jetzt wahrscheinlich einige in Ohnmacht fallen, wenn ich so eine Zahl sage. Aber das kann schon sein. Ne? Und wir haben halt im Tageschart, wenn man da halt nachguckt, sieht man bei, was macht der denn hier? Sieht man bei 11.840 oder irgend sowas war es dann halt um den Dreh rum. Da ist überhaupt erstmal was, wo der Markt einen Grund hätte, da auch überhaupt noch mal irgendwie zu reagieren. Und hast lustigerweise genau hier in der Extension. Ich gucke jetzt mal, gehe mal auf den. Ja, da sieht man es ja auch, ne? Genau, da bin ich doch. Ne, hier oben drin auch. Es ist also einfach nur ein Hoch von der Tageskerze. Oh Mann, es tut mir wirklich leid. Und dann aber gleichzeitig hier unten jetzt die Supports, die dann halt kommen. Von dem ganzen Seitwärtsgeschiebe da oben über der 13.000. Und das heißt, da wird es jetzt halt erstmal eng und alles dazwischen ist jetzt einfach unnötig, da jetzt mit Short irgendwie Geld zu verschenken, behaupte ich mal. Muss noch mal kurz ausmachen, Entschuldigung. Aber hartnäckig. Es wird irgendwie nicht besser, keine Ahnung. Genau, ne? Also das ist jetzt überhaupt mal der erste Bereich, wo man über, finde ich, wo man überhaupt über Short nachdenken darf. Und alles bis dahin ist halt Quatsch. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen doof, wenn man sowas sagt, aber in den meisten Fällen ist es ja nun mal so, dass der Markt halt nach ganz, ganz einfachen Strukturen wie diese halt folgt. Hier haben wir das Gleiche, ne? Das war Gap. So. Und wenn man da sagt, ja, Gap closen dann runter, never ever. Das ist halt, Gap close ist einfach nicht bärisch. Da gibt es immer Gegenbewegung, ganz klar, aber in der Regel geht es danach weiter. Und hier sieht man ja, da ging es ja dann auch erst richtig los, ne, nach dem Gap. Da war halt hier noch so ein schäbiger MA200. Kann man einfach ignorieren, sowas. Und einfach drüber weg. Und hier oben, da sind jetzt die letzten Supports und da wird sich dann jetzt zeigen, laufen wir tatsächlich da oben hin? Hier haben wir auch nochmal ein Gap. Würde sogar passen dann zu 13.329. Oder machen wir jetzt halt hier die Wiege. Ne? Also das wird man jetzt einfach sehen müssen. Keine Ahnung. Und aber da werden sich schon noch Möglichkeiten bieten, da halt klarzukommen. Ne? Nur jetzt ist natürlich schon ziemlich massiv der ganze Anstieg hier, aber halt auch auf der anderen Seite schon recht schick. Und leider, das muss man halt auch immer wieder sagen, so jeder, der jetzt irgendwie gedacht hat, ne, so ja, wir haben Corona, ja, Wirtschaft geht schlecht, das kann ja alles gar nicht sein und steigen und machen und tun. Das ist halt so gemein, es immer klingt, aber denken ist echt, funktioniert nichts. Nach Logik an der Börse geht nicht. Börse ist logischerweise unlogisch. Weil wenn es logisch wäre, würde es jeder so machen. Und wenn jeder das Gleiche machen würde, gäbe es keine Bewegung. Also muss man das einfach weglassen. Und dann halt gucken, was passiert, wie geht der Markt mit den einzelnen Hürden um.
und sich darauf einstellen. Alles andere bringt nichts. Also alle, die jetzt irgendwie warten, schon wieder, keine Ahnung, hier im DAX seit 2000 Punkten, dass es endlich wieder runtergeht, die haben halt schlicht und ergreifend hier die Rallye verschlafen. Ne? Also keine Ahnung, ob das nochmal kommt. Momentan sieht es jetzt erstmal nicht so aus, ne? Dass das nochmal ganz wegkippt. Ich hätte ja auch gedacht, wir sehen zumindest hier unten die 9115 nochmal, aber jetzt nicht mehr ab hier, ne? Sondern ab da halt irgendwo in dem Bereich. Kam ja halt auch nicht. So. Habe ich dann auch verschlafen. Und also ich bin da jetzt, ich nehme mich ja da nicht außen, ich nehme mich da nicht raus. Gottes Willen. Aber nur halt eben, ne, so von der generellen Herangehensweise einfach nicht nachdenken. Das ist, warum steigt der Markt? Weil da gekauft wird, weil da halt viel gekauft wird. Das ist immer der einzige Grund. Das klingt immer sehr unbefriedigend, wenn man so eine Antwort sich selber geben muss. Das ist ja nicht meine Antwort, es ist ja einfach nur eine Tatsache. Aber wer nach einem anderen Grund sucht, der weiß dann hier, ja, wir hatten Corona, es ist gefallen. Bringt mir das jetzt? Nichts mehr, ne? Das ist halt das Ding. Also deswegen hier jetzt, das wäre jetzt halt so meine Sichtweise halt für den DAX. Ich kann nicht sagen, ob wir da drüber laufen oder nicht. Von daher kann ich auch jetzt nicht sagen, wo wir in 4 Wochen stehen. Das war vor 4 Wochen ein bisschen anders. Da war das halt für meine Begriffe ganz gut absehbar. Hier ist es für meine Begriffe so nicht absehbar. So, und deswegen auch hier jetzt keine Einschätzung dahingehend, wo wir jetzt dann halt in der ersten Juli Woche uns aufhalten, ne? Sondern einfach diesen Bereich im Auge behalten. Hier die letzten Supports, also jetzt hier im DAX bis 12.900 halt etwa, meinetwegen auch bis 13.000. Einfach gucken, hält das? Wird da oben wirklich noch gekauft? Sieht man da noch deutlich Käufer? Oder wird es da oben dann halt dünn? Und die Kerzen nach unten werden länger. Dann weiß man, da ist was im Busch und da gibt es dann erstmal nochmal eine Korrektur. Und wenn man das als Beispiel mal sich dann auch nochmal irgendwie vor dem Aspekt halt irgendwie angucken will, kann man vielleicht auch tatsächlich einfach mit Fibus da mal ran. Das kann ich hier gerade mal machen. So, war jetzt heute war leider ein bisschen wenig hier für das Add-on jetzt hier im Live-Trading, aber das machen wir noch anders, weil das hier kann ich jetzt leider auch gar nicht hier freigeben, glaube ich. So, wenn da einfach mit Fibus rangeht, da sieht man, die passen hier ja halt auch, ne? Schon ganz nett. Ja, kann man das überhaupt erkennen, was ich hier zeichne? Ich bin hier in 4K unterwegs und das sieht alles so dünn aus bei mir auf dem Schirm. Ich sehe das selber kaum. So, und da wird man jetzt halt einfach rausfinden müssen, wo ist jetzt, hier sieht man ja auch, ne? Ist schon über die 74,6, ja, da halt auch sogar schon drüber. Also, das war natürlich auch ein bisschen gemein hier an der Stelle. Ich glaube, da habe ich halt auch ganz viel von Short gelesen. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, die 300 irgendwas. Ich wollte einfach direkt hoch zu 412, weil die für mich zur 12.113 gehört. Das hatte ich auch so geschrieben. Einfach aus einem ganz doofen Grund, weil es in der Vergangenheit immer so war. Jedes einzelne Mal, wenn der DAX die 12.113 gekauft hat, kam als nächstes immer die 12.410. Ich glaube, da gab es keine einzige Ausnahme. Und ja, und da sieht man halt schon, das Ding ist halt einfach schon viel zu weit. So, und wenn man jetzt ist eigentlich, also ich will mich nicht festlegen, was da jetzt als nächstes kommt. Aber wenn er jetzt zum Beispiel jetzt hier irgendwo reagiert, ja, dann sind wir vielleicht nochmal hier, vielleicht nochmal kurz unter die 11.000. Ne? Das wäre dann halt so ein Rücklaufziel. Aber weiter würde ich da erstmal gar nicht großartig denken. Gut, so, ich hoffe, das war jetzt vor allen Dingen mit der Struktur, darum ging es ja jetzt hauptsächlich, das war verständlich. Darauf sollte man einfach echt achten, ne? Weil das funktioniert halt. Und das ist ja auch, was man, das mit der Skalierung stehe ich hier wirklich schon wieder auf Kriegsfuß. Das ist ja auch das, was im Mysterio Trader halt auch in den Trading Stops ja auch zugrunde liegt und was ja halt tatsächlich einfach funktioniert. Und da kann man sich schon drauf verlassen, dass das nicht kreuz und quer geht. Klar gibt es auch mal Seitwärtstage, so wie gestern, ne, passiert. Aber auch da sieht man ja auch, da ist ja keine Motivation dahinter. Ne. Die erste ist dann rot,
dann hier noch eine kleine und dann wird es schon wieder grün und dann wieder rot und dann doch wieder grün. Und dann weiß man eigentlich schon, das wird nichts. Ne? So, und dann lieber halt in die Hauptstruktur dann halt und gucken, wenn die wieder intakt ist, so wie jetzt, und dann Long suchen, nicht Short. Gut, also das ist halt die Geschichte mit der Struktur. Im DAO genau das gleiche in Grün. Ne? Brauche ich jetzt hier gar nicht. Oder kann ich hier Knopfdruck? Bitte. Sieht man es auch. Ne? Das gleiche in Grün. Long und fertig. Ohne zu viel zu denken, sondern einfach nur gucken. Kann man da noch Long einsteigen? Klar kann man noch Long einsteigen, aber was ich gerade vorhin gesagt habe, ne, auf hohem Niveau kann man immer Long einsteigen. Natürlich geht das. Kleine Rücksetzer rein, gar kein Thema. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es halt geradeaus jetzt hier bis zum Mond oder bis zum Mars läuft. Ne. Das wird auf dem Niveau nicht mehr passieren. Weil das hat man, das sieht man auch schon dann hier, wie zum Beispiel gestern, da kommen halt einfach dann zu viele, die dann halt sagen, oh, mache ich nicht mehr mit. Und irgendwann kommt auch mal ein Größerer, der sagt, mache ich nicht mehr mit. Das heißt dann zwar nicht, dass die Reise dann vorbei ist. Das heißt aber, dass natürlich die Gegenbewegungen größer werden. Und das heißt, die Gefahr, dass man dann halt eben doch wieder rausfliegt, die steigt halt jetzt erstmal. Ne? Weil der ganze Anstieg, sowohl im DAO als auch im DAX, das ist ja linear. Also oder parabolartig ja hier schon. Guck es mal an, Parabel. Der Corona-Ausbruch, der ist ja da ein Kindergeburtstag dagegen. Wie der Tau hier gerade aussieht. Und das gibt schon eine Gegenbewegung da oben. Ne? Und deswegen, da wird man nicht mehr laufen lassen können. Das glaube ich jetzt echt nicht. So nach dem Motto, ja, 27 ist gekauft. Ich meine, die bei NTV, die erzählen das vielleicht so, ja, alles toll, ne? Und Märkte steigen. Nein, die erzählen eigentlich ja nur, dass die Märkte gestiegen sind. So, und wenn jetzt halt hier dann halt irgendwo Otto Normalverbraucher dann halt liest, oh, steigt ja alles wieder, ja, dann kaufe ich auch. Dann ist es halt auch zu spät. Ne? Das klingt gut. DAO steht bei 27.000. Das ist auch gerade ganz beachtlich, das zu sehen. Das heißt aber nicht, dass der da oben weiterläuft. Ne? Also ganz und gar nicht. Ne? Da wäre ich halt höchst vorsichtig damit. Und selbst wenn es jetzt hier noch ein Stück geht, langsam wird es dann trotzdem eng. Ne? Darf man halt nicht vergessen. Dann lieber irgendwie Rücksätze abwarten oder halt eben, was man ja machen kann, das kann man sich ja mal angucken. Hier so, wenn man halt dann solche mit Außenstäben halt zum Beispiel arbeitet, das muss auch nicht der H1 sein, das kann auch der Tageschart halt sein, dann halt einfach gucken, wenn halt irgendwo hier im unteren Bereich das ganze Ding dann halt irgendwo anfängt zu bremsen wieder, dann dort halt zum Beispiel halt eher nach Long Ausschau halten und nicht davon ausgehen, dass es bricht. Ne? Also das heißt, dass wir nächste Stunde zum Beispiel hier drunter schließen, sondern dann lieber irgendwie hier gucken, bisschen größeres Risiko, dann natürlich auch mit der eigenen Strategie abstimmen. Das ist ja natürlich keine Empfehlung hier, sondern nur meine Sichtweise, die ich hier gerade beschreibe. Aber dann lieber halt dann dort gucken und dann, das ist dann halt noch eine Chance, wie man da halt reinkommt und vielleicht auch jetzt nicht sofort wieder rausfliegt. Es gibt Leute, die warten seit April auf Rücksetzer. Ja, ich weiß, das juckt immer eher, schreibt der Christoph gerade, es juckt drauf, es juckt einen Finger auf Short zu drücken. Ja, weil man immer denkt, man ist oben. Ne? War bei mir, war ja bei uns in der Gruppe auch, habe ich wann war das, gestern? Ich glaube, gestern gelesen, auch einer geschrieben, hier oben oder vorgestern, hier oben gehe ich nicht mehr long. Da waren wir bei 12.200 irgendwas im DAX. So, guck, wo wir stehen. Oben, 12.200, ist jetzt unten. Und zwar ganz schön weit. Ja, deswegen, das ist halt immer eine Frage der Perspektive. Und deswegen, klar, weil man denkt dann immer, ja, jetzt shorte ich und dann geht das Ding 1.000 Punkte runter. Aber in Wahrheit wird man dann halt eigentlich in den meisten Fällen nur gequält. Und es geht dann eher 1.000 Punkte hoch. Und man ist dem Nervenzusammenbruch dann irgendwann nahe. Gut, okay. Also, mehr brauche ich jetzt auch gar nicht sagen. Bei Kassa, im Kassamarkt jetzt halt auch, würde ich dann schon eher irgendwie drauf gucken. Die Levels sind ja eigentlich alle klar. Die 761 fehlt jetzt erstmal noch halt als möglicher Rücklauf. Ich habe ja vorhin eigentlich gedacht, wir gehen in einem Rutsch erstmal wieder auf Anfang. Das war dann vielleicht ein bisschen zu optimistisch.
Aber so die 26761, die würde ich schon mal im Auge behalten, jetzt auch zur Kasseeröffnung, die ja dann jetzt irgendwie gleich ist in 10 Minuten. Und dann halt, ja, wird sich das jetzt wohl dann heute da oben entscheiden. Freitag ist zwar tendenziell ja immer schon so eher der Tag, an dem die Shorts aufgelöst werden. Deswegen geht es freitags ja auch ganz gerne mal hoch. Aber das macht eben auch die ganze Zeit schon. Und es gibt ja immer die berühmte Ausnahme. Und kann natürlich auch mal anders kommen, ne? Weil wir haben halt, hier fehlt schon einiges an Rücksetzer. Ich glaube, wir haben noch nicht mal die 26.000 von oben gesehen. Also das ist ja auch einfach durchgeballert, ne? Das kam kein einziges Mal mehr zurück. Und von daher, irgendwann kommt das halt auch alles nochmal, ne? Also diese Punkte, die dann so, die ganzen Bären, die überfahren worden sind, die werden irgendwo, also damit sind natürlich nicht die kleinen Retailer gemeint, aber halt eben die Großen, die ihre Positionen absichern, die werden irgendwo schon nochmal zuschlagen, ne? Und sich dann auch die Punkte wiederholen, an denen sie überfahren worden sind. Das ist eigentlich immer, so läuft es dann eigentlich immer. Vergessen wird da nichts. Man weiß halt nur nicht, wann es ist. Und deswegen sollte man schon ein bisschen genauer aufpassen. Gut, also, ich hoffe, es hat euch gefallen und gab ja auch ein paar Punkte hier mitzunehmen. Einmal 40, knappe 40 und dann nochmal irgendwie über 50, 60. Und von daher war das ja, glaube ich, auch ganz ergiebig. Haben ja auch einige mitgemacht, haben ja auch hier geschrieben, freut mich natürlich total. Warum nicht? So, Nelson, wann haben wir das nächste Webinar? Ich wollte gerade noch sagen, dem Heiko hat es auch gefallen. Der Heiko. Der wartet Heiko schon muss auf das zurückspulen. Video. Der Heiko muss zurückspulen. Der denkt nämlich, ich war schon. Ja, tatsächlich erst im Juli. Ich glaube, da hast Ach, du eine okay. kleine Pause erwünscht. Oh. Wir starten dann. Achso, hier Non-Farm Payrolls natürlich 3. Juli und Ja. Live-Trading. Wir haben vorher noch ein Helpdesk am 15. Okay, gut, dann sehen wir uns ja da nochmal. Und genau, später und dann am nächsten Tag dann Live-Trading wieder, wie gewohnt. Ja, cool, ja, schön. Dann sage ich mal, Nelson, Achtung, du kriegst wieder das letzte Wort. Ach du Schande, jetzt weiß ich gar nicht, Ja. was ich sagen soll. Nein, also Ja. vielen, vielen Dank, Dirk. Hat Ja. wieder Spaß gemacht. Und jetzt habe ich, ja, so macht man das. Du hast das letzte Wort gleich. Ich verabschiede mich. Schönes Wochenende. Danke, dass ihr alle da wart. Und ja, wenn ihr heute noch handelt, pass auf die Position auf. Und Dirk, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Okay. Na gut. Nelson war schneller, geschickter als ich. Also sage ich an der Stelle jetzt nochmal danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, der Nelson, der muss ins Wochenende. Das geht doch nicht mehr. Das merkt man, ne? Das ist irgendwie die Grenze erreicht. Freue mich aufs nächste Mal und passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.